Okay. Phase beenden. Unser Reich schrumpft, ja. Das ist nichts Neues. War ja klar, Ithilien verlieren wir. War aber logisch. Ja. So, dann renne ich jetzt zum Schicksalsberg. Und hier bauen wir eine Orkhöhle. Hier bauen wir eine Festung. Und so langsam. Aus Gilead will ich eigentlich nicht verlieren, aber der Hexenkönig mit der Helden. Wow! Da sind drei Helden drin. Da werde ich nächste Runde minus Tirith unbedingt verteidigen müssen. Und zwar wahrscheinlich mit den Spinnenreitern hier. Ja. Anders wird es, glaube ich, nicht gehen. So, ich kann glücklicherweise hier die Schlinge zuziehen. Ah, das ist jetzt dämlich. Jetzt werde ich den hohen Pass schon wieder verlieren. Aber das gehört zum Gebiet Rovanion, ne? Da habe ich noch nicht viel. Dann ist es relativ egal. Dann ist es relativ wurscht. Dann bauen wir hier einen Gang. Allerdings. Und es hat die KI jetzt sehr schön gemacht. Oh, das hat sie richtig schön gemacht. Ich komme nur zwei Felder weit. Das heißt, Angmar ist komplett offen. Das ist furchtbar. Das ist echt schlimm. Angmar ist komplett offen für einen Angriff. Ha. Naja, hilft nichts. Ich kann bloß versuchen, nach Rudaur anzugreifen. Und das war's. Da unten und ja. Da stehe ich jetzt ziemlich doof. Ah, er gibt mir Zeit. Sehr schön. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich Bruchstall verteidigen soll. Mach mir erstmal das einfache Zeug. Ja. Na, ich kenne die Map. Ich bin mir über den Namen aber nicht ganz im Klaren. Aber ich mag sie nicht. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Naja, wahrscheinlich. So. Dann wollen wir mal sehen. Zumindest habe ich jetzt eine Menge Kommandeurspunkte. Und genug Fähigkeitspunkte. Das ist schon mal relativ hilfreich. Ja. Ah ja, der muss aufsitzen, die Giftstachel machen zu können. Dann rennst halt dahin. So. Obwohl, warte mal. Das machen die jetzt. Was hat der denn, der Skorpion? Wo denn? Ah ja, ein Berserker! Klar! Und zum Glück ist der gestorben. So, was haben sie noch? Was haben sie noch an Truppen? Nichts mehr, das war's, oder wie kann ich sagen? Ah ja, da haben sie was. Gut, vergiftet jetzt mal bitte den Baumeister. Der kann da mal hier diesen Dingsbums hinstellen. Ja, eigentlich sollten die das ja verteidigen, ne? Aber sei es drum. Wo ist der Held von denen? Ich weiß, er hat irgendwo einen Helden. Muss er haben. Aber ich sehe ihn nicht. Okay, wie auch immer. Schön, gut gemacht. Sehr schön, gut, gut, gut. Perfekt, schön. Was haben wir noch? Keandros.
Ah, das ist easy. Komm. Danke. Karok? Nee, weißt du, Schicksalsberg. Ist auch nicht schwer, Bruchtal. Mach mal einen Schicksalsberg. Ein Schicksi. Einen schicken Schicksalsberg. Habe ich jetzt da vergessen, Spinnenreiter mitzunehmen, die gestorben sind? Naja, ich habe jetzt bloß vier Bataillone gesehen. Wäre natürlich wieder schlecht für mich. Und ich täte jetzt hier nicht brauchen, ne? Drawath ist schon fast Stufe 10. Ich will echt mal seine Stufe 10 Fähigkeit sehen. Die muss mächtig sein. Die muss Power haben. Also richtig Power, so. Power. Uns kann niemand aufhalten. Hoch mit euch, ihr faulen Säcke! Ich dachte, wir sind fertig! Gut, gut. Dann bauen wir uns hier mal auf. Holen uns wieder alle Fähigkeiten. Jetzt, wo wir so viele Ländereien haben, geht das ja. Jetzt wird geplündert. Verbrennen. Wer sind diese wilden Orks? Keine Ahnung, wer die wilden Orks sind. Wir rüsten sich Ich werde nicht sie dabei. vernichten. Noch ein Gebäude lässt sich der Schicht abbrechen. Arbeitet an eurer Einstellung. Bauen wir mal weiter. Das Gebäude ist fertig. So. Sie geben nicht auf. Los. Wunderschön. Wer sind diese wilden Orks? Der Drache fliegt. Das ist nicht der Schicksalsberg, ne? Das ist. Ja, da vielleicht. Wir haben den Feind gefunden. Bin mir nicht ganz sicher. Wo denn? Aha. Was macht dann da unten? Setzt es! Noch ein Gebäude fertig gesehen! Kaputt. Das Und neue Feuerball! Gebäude Komm schon! Schick. Ihr werdet nicht gefallen! Zurück an die Arbeit! So, was sind das für Bogenschützen? Wir haben einen Vorposten entdeckt! Haradrim-Bogenschützen, okay. Ja, nee, mach den Baumeister tot. Nice! Ah, da ist noch einer. Einen muss ich noch töten, okay. Und tschüss. Gut. Dann die Orkgruben vernichten und das war's. Dann sind wir schon fertig. Neben Schicksalsberg. So. Und jetzt zeig mir dein Feuer. Warte, warte, warte. Du fliegst erstmal dahin. Und jetzt Feuer. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und tschüss, gewonnen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. War jetzt nicht ganz so cool, wie ich es mir vorgestellt habe, aber kann sich sehen lassen. Ist halt jetzt eine Riesenkampfbestie, ne? Das ist jetzt ist er richtig gefährlich. Aber er hat halt Feuerball, Single Target mit ein bisschen Splash, dann das Feuerfeger gegen Truppen gigantisch und. Alter, jetzt hat er ganze Menge Schaden. Jetzt ist er. Boom. Ja, sie ziehen sich zurück. Das speichere ich gleich nochmal ab. Und jetzt kommt's. Die Schlacht, auf die ihr alle gewartet habt. Auf die ich so gar keinen Bock hab. Und ich kann mich nicht mal zurückziehen. Ich muss kämpfen. Der Azog kann nichts. Ich hab. Oh, ich will nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich brauche. Okay, ganz kurz überlegen. Türme bauen? Ich brauche Splash. Wie viele? Ich habe vier Spinnenreiter. Ein Bataillon Lanzenträger? Zwei? Drei insgesamt? Vier. Und der hat Reiter. Oh Gott. Das ist furchtbar. Und er hat halt fünf Helden. Ich werde so untergehen. Weil Orks brauche ich nicht ausbilden. Die sterben wie die fliegen. Das macht wenig Sinn. Ich werde am Anfang Baumeister ausbilden. Ein Turm? Ich weiß nur noch nicht, wo ich den Kampf nehmen will. An der Brücke ist zu weit weg. Türmchen bauen ist Turm und Orkgrube. Den Azog auf Defensiv mit dem Kampfrausch. Und dann einfach nur Orks und Masttruppen und hoffen, dass ich es irgendwie schaffe und mit den Spinnen so gut wie möglich kiten. Ich probiere es, aber das wird schwierig, weil er wird auch übers Tor durchbrechen. Das weiß ich jetzt schon. Sie wollen nicht auf. Wir
bewegt eure Beine. Das Auge so beobachtet uns. Also ich baue jetzt hier eine Ortgrube hin. Zusammen mit einem Turm. Und die dorthin. Und die kiten, so gut wie es halt geht, ne? So. Wenn ich lang genug überlebe, habe ich vielleicht eine Chance. Vielleicht. Aber das ist schon sehr unwahrscheinlich. Das schaut schick aus, habe ich mir nie so angeschaut. Das ist nice. So. Mal gucken. So. Ihr schießt. Das werdet ihr tun. Nur schießen. Ja, toll. Weiterschießen. Schön weiterschießen. Immer weiterschießen. Die werden angegriffen, die ziehen sich zurück. Baumeister töten. Jeden Baumeister, den ich töte, hilft mir. Da kann ich drüber rennen. Sehr schön. Noch ein Türmchen bauen. Abhauen. Arbeitet an eurer Einstellung. Hab kein Geld mehr. Noch nun gut. Die Spinnen. Nee, warte. Schön defensiv aufstellen. Mach du mal Erfahrung. So. Vielleicht kann ich den Nazgul töten. Mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück geht da vielleicht was. Unbedingt vergiften. Toll. Komm schon, vergiften. Der Stufe 3 so viel Geld bringt er nicht, aber ein bisschen was bringt er trotzdem. Hier greift unbedingt die an. Du haust ab. Ich muss halt ausbilden, ne? Okay. Noch halte ich durch. Jetzt kommt hier ein Baumeister. Den sollte ich töten. Nach Möglichkeit. Haben wir jetzt endlich gewonnen? Nein, der Nazgul lebt noch. Der muss weg. Was ist denn damit passiert? Oh. Uncool. Bitte, danke. Das hat ja gar kein Geld gebracht. Was soll denn der Mist? Orkgrube. Da fällt mir ein, Katapulte müssen zerstört werden. Bevor das Türmchen ganz kaputt... Da geht alles kaputt, Mann. Geld kriege ich auch keins. Aber ich probiere es, ich gebe nicht auf. Den ersten Ansturm haben wir geschafft. Als nächstes brechen sie da unten durch. Aber... Vielleicht... Habe ich nur noch einen Baumeister? Ne, ich habe noch zwei. Vielleicht. Ne, da, das erweitere ich jetzt nicht. Mit ein bisschen Glück. Oh, Boromir. Schafft der Azog das? Nein, der schafft's nicht. Wundert mich nicht. Oh, renn. Ne, schafft er nicht. Der stirbt mir jetzt. Ja, das war klar. Okay, ich kann hier noch ein Ding bauen. Ich glaube, ich sollte jetzt einfach aufgeben. Denn vielmehr... Wie lange dauert es bis zum Balrog? Zu lange. Nee, weil... das ist zwar doof. Aber die, sonst bilden sie wieder so viel aus und dann... ist dann auch nichts. Deswegen sind wir hier fertig. Phase beenden. Ja. Azog ist gefallen. Das ist jetzt sehr doof. Aber ich habe genug Kohle und ich habe eine Festung. Ich kann hier unten wiederbeleben. Das gibt mir auch ein bisschen mehr Utility da unten. Das ist gar nicht so schlecht. Also ich kann jetzt
Ich kann jetzt, wenn er da unten ist, vielleicht kann ich damit arbeiten. Mal sehen. Erstmal Truppen da reinschmeißen. Geht nicht. Okay, alles klar. Hier kann er Truppen ausbilden, aber sonst nichts machen. Das heißt, es ist wurscht. Dann rennen wir jetzt so rüber über das Dings, wie wir es wollten. Schicken alle Leute dorthin. Schicken alle... Schicken die Heldenerstellung dorthin. Die gerade Dunkelschwinge. Ah, da können die meisten eigentlich hier bleiben. Die stehen safe. Das ist kein Thema. Obwohl, warte mal, ich nehme noch... Ich splitte die jetzt doch ein bisschen auf. 6 Stück, 4 Stück. Ich kann hier so gut ausbilden. Lass mal, wie es ist. Und dann versuchen wir jetzt hier die Schlinge zuzuziehen. Das wird nicht easy, aber vielleicht habe ich Glück und kann endlich ein Ende herbeiführen. Mal sehen. Wir haben noch Spinnenreiter, die kommen noch rüber. Okay, die bleiben fertig. Obwohl, der läuft, der wird wiederbelebt, der läuft, der passt. So! Und das wird geil. Das kann er vergessen. Das wird easy, das wird sauschwer, das wird... Geht schon, okay. Dann ein Safety Safe. Wie steht man eigentlich da? Boah, richtig schön. Die Menschen sind auch fast tot. Wenn wir jetzt es schaffen würden, Bruchtal und Rudau einzunehmen, sind die Menschen besiegt. Aber kämpfen wir erstmal hier. Der will das echt machen. Kopf trifft Tischplatte. Again. Na gut. Sei es drum. Sei es wie es ist. Okay. Und schon sind wir in der Map. Oh, die sind alle ausgerüstet. Das schafft er doch nicht. Wie will er das denn jetzt bitteschön gewinnen, ha? Tell me. Wie will er das denn bitteschön gewinnen? Aha. Wo sind denn die Arbeitsleute? Ah ja, da. Erstmal... Ach, komm schon. Erstmal in Position. Und dann geht's weiter. Das neue Gebäude ist fertig. Parken. Wunderschön. Ach du Heilige, okay, das wird doch schwer. Oh Mann, das wird doch schwieriger als erwartet, weil der alle ausgerüstet hat. Ich kann bloß kiten, Schaden machen und kiten und ein bisschen Fokus feuern, aber das war's dann auch schon. Gut, hier will er das einnehmen. Ah, die haben keine Feuerpfeile. Nein! Das wäre genau das gewesen, was ich jetzt gebraucht hätte. Feuerpfeile. Versuch mal auf Feuerpfeile zu gehen. Vielleicht klappt's ja. So, schön über Rücken. Abhauen. Abhauen. Ah, das sieht echt blöd aus. Kommt schon, ihr Seeratten. Die Formation finde ich cool. Das ist nämlich die lose Formation. Ich habe keine Ahnung, warum die so laufen, aber es gefällt mir eigentlich, weil sie ein größeres Gebiet abdecken. So, die Truppe habe ich besiegt. Als nächstes stirbt diese Truppe und dann die hier. Nein, 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 nein. Wieso macht er das? Ihr habt's doch mögen. Hört's doch auf, so blöd zu sein. Kann nicht euer Ernst sein. Sie können nicht so doof sein. Na gut. Haben wir's jetzt? Sieht gut aus, oder? Naja, ein bisschen gut. Oh nein. Mein Baumeister ist tot. Das ist nicht gut. Ihr müsst rennen, weil der Gimli könnte springen. Genau, das ist das Problem.
Ja, ich weiß ja nicht, ob das so gut läuft. Wir haben sie! Angriff abbrechen! Ach, auf, Spinnen! Komm schon, komm schon. Kann nicht so schwer sein. Es kann nicht so schwer sein. Wow, das war sauknapp. Sie sind nichts! Könnt ihr die da bitte vernichten? Abhauen, abhauen, abhauen. Oh ne. Ich hab noch ein Gebäude fertiggestellt, eure Beine! Nein, 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 nicht. Wir haben sie! Bewegt eure Beine! Ja, mein Multitasking ist wohl auch nicht so gut. Um es mal ganz böse zu sagen. Beeilung! Bewegt eure Kreise wieder! Geld könnte ich brauchen. Wo sind denn die anderen Spinnen? Leben die noch? Noch. Ja. Die sind alle gestorben. Glückwunsch. Weißt du was? Ich brauche jetzt. Ich muss jetzt langsam Spinnen bauen. Einen Baumeister haben sie mir, glaube ich, schon getötet. Okay, versuchen wir mal Sneaky ein bisschen rumzugehen. Der Gimli, der wird mir halt jetzt richtig Probleme bereiten. Ja, ja, der macht. Der macht nur Probleme, der Gimli. Lauf, 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 das könntest du nicht fighten. Leider. Was ich cool finde, ist, dass dieses Lager jetzt Feuerpfeile hat. Allerdings stirbt es mir viel zu schnell. Ja, nee, das zerstört er mir leider. Oder auch nicht, maybe. Maybe habe ich Glück. Ich kann hier ein paar Mal rumlaufen und gut ist. Habe ich nicht noch irgendwo Spinnen? Das sieht nicht so aus. Schade. So. Los, die Spinnen haben ihr Nest. Der Feind zurück an die Arbeit. Macht sie bereit. Boah, der macht gut Schaden mit dem. Jetzt auf einmal so schnell. Ich kann nicht sagen, dass mir das gefällt. Sieht ganz schlecht für mich aus. Da habe ich dickste Sorte versagt. Der Gimli müsste halt sterben. Ja, genau. Holst die Orks. Die Hobbits. Orks. Was haben sie denn da? Aha. Sehr interessant. Ich dachte, wir sind fertig. Wir plündern unser Lager. Gut, die meisten Spinnen sind jetzt gestorben. Wo ist denn der Gimli? Lebt er noch? Oh, aber er ist. Ja. Sehr schön. Gut. Nachdem der jetzt besiegt ist, gibt es irgendwo noch. Ein Lager, ein Trollhort oder irgendwas, das ich einnehmen kann. Das wäre jetzt gigantisch gut. Ja, die schweren Rüstungen brauche ich nicht. Oder die Beuterüstung. Wow. Sieht derzeit nicht so aus. Nicht da durchreiten, ne? Bitte nicht. Bitte nicht. Wow, der baut sogar so ein Teil hier. Natürlich, das Ding haben sie mir auch noch kaputt gemacht. Aber ich kann ja noch mal ein paar Spinnen ausbilden, ne? Moment, Moment, Moment. Das können wir einnehmen. Oh yeah. Sehr schön, jetzt gibt's ein paar Trolle. Gut, gut. Hier kriegst du jetzt keine Erfahrung, kein Geld mehr daraus, aber ich brauch's gerade eher. Das ist. Ja, schon mal zu viel.
So. Spinnenreiter drüber reiten. Gut. Oh oh, das will ich eigentlich nicht verlieren. Ah, sieht gut aus. Schön. Obwohl, wird knapp. Wird ein bisschen knapp, aber müsste gehen. So. Das ist sehr schön. Höhlentroll verliert gegen Blödeinheit. Na, ganz toll. Nimm mal einen Baumstamm. Das ging doch mal. Ah, jetzt. Hallo. Bäumchen greifen. Wumms. Wow, wow. Das ist jetzt sehr schlecht. Jetzt habe ich ein Problem, Jungs. Jetzt ist schlecht. Das ist jetzt extrem doof. So, den Wächter kann ich jetzt mal hier irgendwo reinbauen. So, den Baumeister kann man noch töten. Gibt auch gut Geld. Theoretisch, danke. Da sind wir drüber. So, der Wächter macht hier sein Zeug. Wir sind jetzt alle Spinnen. Okay. Ja, vielleicht schaffen wir es doch noch. Und schon ist der Wächter wieder weg. So, der Troll. Der macht es. Die Spinnenreiterin mal dahin, machen das Katapult kaputt, zerstören. Der Rest zerstört den Mist. Na komm, bumm. Bumm. Den kann man wieder ausbilden. Sieht eigentlich jetzt doch wieder ganz gut aus. War zwar kurz knapp mit dem Gimli, aber ich habe wieder meine schönen Spinnen. Sehr schön. Na komm. Na komm. Na komm. Ja, das hätte ich jetzt auch an deiner Stelle gesagt. Okay. So, dann noch einen schönen Winning Screen. Kommt schon in Position. Na, wird nichts. Hampel zu lange rum. Tja. Alles klar. Gut. Und was haben wir noch übrig? Ker Andros. Dunland. Minas Morgul. Okay, jetzt speichere ich nochmal. Eine Schlacht mache ich noch. Dann sind wir fertig für heute. Ja, hab drauf geklickt. Muss er machen. Minas Morgul. Is the way to go. Also. Wir werden jetzt in Minas Morgul kämpfen. Wir haben diesmal keinen Drachen, aber so viel defensive Verteidigungskraft. Und auch offensive Verteidigungskraft nicht zu verwechseln. Da scheint es einen Unterschied zu geben. Und wird ziemlich easy jetzt. Also, die sind alle ausgerüstet. Da rennen wir einfach nur raus. Machen als Tor auf. Warte mal, wir müssen alle Tore öffnen. Das finde ich schade, dass hier die Tore innerhalb der Festung nicht automatisch offen sind. Aber na gut, dann nicht. So, aus den Tiefen der Hölle hat sich dieses Kerlchen erhoben. Auf jeden Fall wieder die Kommandeurspunkte ausgeben, weil man weiß ja nie. Sicher ist sicher. Haltet eure Messer bereit. Ah ja. Spinnen, Spinnen, Spinnen. Los, Spinnen, los! Das Gebäude ist fertig. Beeilung! Ihr so? Nicht
Und dann könnt's eigentlich angreifen gehen und das war's. So, fertig. GG-Chips. Das Geile ist, ich habe jetzt schon 900 Kommandeurspunkte. Das ist halt gigantisch. Das war auch nicht sehr schwer. Oh nein. Okay. Zurück, zurück, zurück. Obwohl, warte. Hihi. Special Tactics. Das machen wir hier mal zu. Und flankieren den Gegner. Weil der wird ja jetzt hier angreifen, ne? So. Oh ja, die können sich teleportieren. Richtig. Oh wow. Der Gothrog. So, der macht jetzt guten Schaden hier. Allerdings, was sind meine Katapulte? Genau. Die bringen nämlich Feuer über meine Feinde. Bums. Und jetzt können wir hier drüber rennen. Gothmog ist tot. Da können wir drüber reiten. Die Katapulte zerstören. Und fertig. Und das Tor brechen sie eh nicht durch, weil Katapulte, ne? Dann tschüss Sikorski. So. Easy going. Ja, da kommen die nicht durch, selbst wenn. Viel haben sie da auch nicht. So, ich muss die Baumeister finden. Alles wird zerstört. Theoretisch könnte ich noch einen Haufen Orks ausbilden, aber das will ich jetzt gar nicht. Erstens brauche ich es nicht und zweitens habe ich eine Menge Geld derzeit auf der Karte. Auf der Hauptkarte, auf der Winkelkarte sozusagen. Und ich möchte ja bald Umstrukturierungsmaßnahmen vornehmen. Sehr gravierende. Und naja, dafür brauche ich Geld. Haben wir jetzt gewonnen? Ich muss nämlich dringend auf Toilette. Kommt schon. Gibt's doch nicht. Nun gut. Ja, aber das ist doch jetzt gewonnen. Oder wo habt ihr denn noch was? Nirgends mehr. Ah, doch, hier. Okay. Alles klar. Geschafft. Damit verabschiede ich mich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss mich beeilen, ich muss wirklich dringend aufs Klo. Dinge, die ihr nicht wissen wollt. Nummer 1. Dinge, die ihr nicht wissen wollt. Nummer 2. Wann werde ich aufhören mit YouTube? Keine Ahnung. Glücklicherweise. Ich habe es noch vor, sehr lange auf YouTube zu bleiben. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kritik, Wünsche in die Comments. Ich werde nicht mehr benachrichtigt, wenn ihr Kommentare schreibt, seltsamerweise. Also wenn ihr schon länger subscribed habt, abonniert habt, ich krieg das nicht mehr mit. Deswegen werde ich gucken, dass ich irgendwie anders... Da gibt's, glaube ich, eine Funktion, Kommentare in meinem Dashboard. Muss ich mal gucken, dass ich da regelmäßig reinschaue. Denn ich möchte aktiv mit euch kommunizieren, das ist mir wichtig. Solange es noch möglich ist. Was auch immer das bedeutet, keine Ahnung, aber ist mir schon wichtig. Wenn ihr Kommentare schreibt, möchte ich auch darauf antworten. Hört sich einfach, finde ich. Wenn ich jetzt mal 1 Million hätte, dann wäre es ein bisschen schwierig mit der Zeit und so, aber solange es überschaubar ist, jederzeit, immer, klar. Ne? Ja. Schreibt fleißig Kommentare, würde ich mich freuen. Kritik und Wünsche, Kommentare, wie immer. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis dann. Macht's gut, ciao!